So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Horizon Zero Dawn im Schnee. Im wundervollen Schnee am Rande des Vulkans. Heute geht's los. Ich hab so Lust drauf. Wieso wird mein Bogen manchmal nicht? Also, na egal. Ja, ich würde sagen, heute geht's los. Oder? Habe ich noch irgendwas? Also, DLC Hauptstory würde ich heute gerne machen. Ist ja Level 50, ne? Das alte Lager schaffe ich noch nie. Hier gibt's ein bisschen was, ja. Das Schienenteil finden. Können wir alle brauchen. Ich denke, was mir eingefallen ist, ich habe die Hoffnung, dass die eine Quest, die ich habe, also die mit dem Schienenteil, dass die irgendeine Möglichkeit mir gibt, meinen Speer zu modifizieren. Das war also mein Gedanke. Aber ich befürchte, das wird nicht passieren, denn wir haben Speere, die hier. Also der Speer, der Grundspeer von Aloy, den werden wir quasi nicht ersetzen können, weil der hat das Teil hinten drauf, mit dem wir Maschinen überbrücken können. Wenn ich Maschinen nicht mehr überbrücken will, dann könnte ich so einen Stab nehmen. Ne? Aber das ist ja auch doof, weil ich will ja Maschinen eventuell überbrücken können. Ich will die Option haben einfach. Also würde ich sagen, habe ich alles. Ja. Ich würde aber sagen, wir reden erstmal mit Aratak. Mal gucken, was Aratak zu sagen hat. Drei weitere Jäger. Aber unser Ziel war, den Berg zu befreien. Und jetzt? Bleibt bereit. Schärft eure Speere. Falls wir nicht zurückkehren, müsst ihr den Schnitt verteidigen. Wenn unser Häuptling damit einverstanden ist. Hört sich vernünftig an. Aber hoffen wir, dass das nicht eintritt. Häuptling? Verantwortung zu tragen ist cool. Eine große Last. Das ist mir bewusst. Ich nehme an, du hast noch nicht mit Uriah gesprochen? Warum sollte ich? Das ist es, was sie wollte. Zum Donnerkampf zurückzukehren. Ihr einziges Ziel. Ich hätte also wissen sollen, dass sie meinen Speer beiseite stößt. Als meine Schwester von den Katscha zurückkehrte, war sie verändert. Was widerfuhr Uriah, als sie eine Gefangene der Katscha war? Als Schamanin ist sie geschickt mit Maschinen. Sie verfolgen, sie betäuben. Die Katscha fingen die Maschinen mit ihr für den Sonnenring ein, wo sie auf Unschuldige losgelassen wurden. Sie wurde zum Teil ihrer Blutspiele. Diese Schande, ertragen unter der gnadenlosen Sonne. Sie überlebte. Sie ertrug es. Ertrug es, indem sie an die Stimme dachte. Ihre Bestimmung. Und jetzt ist es alles, was sie hat. Das verstehst du doch aber. Also, der wirkt jetzt nicht so, der Bruder wirkt schon sehr gefasst, kann man nicht sagen. Er wirkt sehr logisch. Er versteht das, dass es halt jetzt so ist. Warum hilft ihr dann aber nicht freiwillig? Was geschah mit der ersten Expedition? Uriah führte uns zum Gipfel. Aber dort war ein großes Tor. Eine Art Brutstätte. Neues Metall. Wir wollten es durchbrechen. Aber es ging nicht. Wir waren erschöpft. Kein Weg voran, Maschinen hinter uns. Ich entschied mich zum Rückzug. Wir verloren viel. Doch zu bleiben wäre schlimmer gewesen. Sicher? Ich hatte gehofft, dass Uriah. Ja gut, sie kommen. Na, sie sind nicht durchs Tor gekommen, ne? Was glaubst du, ist hinter dem Tor? Ich weiß es nicht. So viel Metall, das tote Brummen. Dort kann nichts Gutes sein. Auf dem Berg erwarten uns Maschinen und Tod. Unserer oder der des Dämons. Und wenn wir die Stimme doch finden? Dann sollten wir sie vielleicht von ihrem Leid erlösen. Ich bin wirklich froh, dass du mich begleitest. Ja. Jemand muss auf Uriah aufpassen. Oh, bitte stirb nicht. Ich habe, ganz ehrlich, ich habe letztens noch so drüber philosophiert. Ich habe voll Angst, dass wir auf so einen Moment zusteuern nach dem Motto, er kommt nur mit,
damit er stirbt, damit er zeigt, die Situation jetzt ist traurig, jetzt ist gefährlich. Ne? Oh, ich hoffe nicht. Weil ich mag ihn vom Charakter her. Er ist eigentlich echt ein toller Charakter. Ich hoffe nicht, dass er stirbt nach dem Motto, dass seine Schwester dann da sitzt und da, nein, mein Bruder. Wisst ihr, wie ich meine? Gerade weil das halt Bruder und Schwester ist, dass so eine Situation aufkommt, dass einer von beiden stirbt und dann der andere so, ah, oh, na. Ich hoffe nicht, dass so eine traurige Situation auftaucht, aber ich befürchte es. Und hier war irgendwas mit Brutstätte. Guck mal, das ist eine Fabrik, oder? Lol, ein Thermokraftwerk am Vulkan? Möglich, oder? Ein Thermokraftwerk am Vulkan müsste gehen. Mir ist gerade was eingefallen. Wartet mal. Wo ist denn mein Speer? Hier, Eloys Speer. Ja, guck mal. Das ist mir nämlich gerade aufgefallen. Der sagt ja gerade was von Brutstätte. Ne? Guckt mal ganz unten. Epsilon. Ich habe auf der alten Karte alle Brutstätten gemacht. Die Epsilon ist nicht auf der alten Karte. Das muss hier sein. Also ist die da oben. Ich habe alle Brutstätten gemacht. Da ist hier wahrscheinlich eine Brutstätte. Okay, interessant. Meine Kräuter sind nicht voll, das ist ein bisschen unlucky. Die Kälte fühlt sich beinahe wie Sonnenbrand an. Oben ist... Das ist dieses Teil da, wo wir vor sind schon. Ist das ein Gebäude? Da könnte es eine Art Thermokraftwerk sein, oder? Ich nehme mir noch ein bisschen Heal-Zeugs mit. Ich hab noch Notfallgepäck. So für Notfälle, ne? Notfallgepäck, Notfälle, klar. Erstmal ohne Game of Thrones spielen. Wir sind jetzt an der Eismauer, ja? Nee, aber ich vermute mal, dass es ein Thermokraftwerk ist, oder? Ein Vulkan? Nein, Tuck. Ich wünsche dir Glück auf dem Berg. Ah. Hey, Aloy. Hier ist sie. Wieso ist das so weit unten? Meine Chance, mich wieder mit der Stimme zu vereinen. Ich sehe es auch nicht. Sie vielleicht mit dem blauen Licht zu vereinen. Diese Chance hätte ich sicher nicht alleine gehabt. Ich brauchte einen Fremden. Jemand, der unwissend über uns ist. Aber nein, nicht unwissend. Ich... Willst du dich bedanken, Uriah? Ja, natürlich. Denn so bist du. Du löst Knoten und schaffst Möglichkeiten. Danke, dass du diese Reise ermöglicht hast. Ich wünschte nur, Aratak hätte nicht gedemütigt werden müssen. Es war gut, ihn mitzunehmen. Er hat es verdient. So stur wie ein Stein. Also. Aber das musste sein. Der Krieg forderte es. Und ich ebenfalls. Deine Gefangenschaft. Oh, jetzt können wir... Jetzt, wo ich Häuptling des Veraks bin, kann ich wohl nicht anweisen, von Silence zu erzählen? Aratak hätte nie gewagt, ein Geheimnis des Konklaves zu erfahren. Doch du bist nicht Aratak. Nein. Wenn du mit Silence zu tun hattest, ist es nur allzu verständlich. Bitte, komm, bitte, bitte, bitte. Silence kam aus dem fernen Norden nach Ban-Ur. Ein junger Schamane der Eulenwache. Ein ferner Verak, der selten zum Handeln herkommt. Silence war ein Schamane. Das stimmt. Zumindest sagte man das unseren Boten bei der Eulenwache. Sie sagten, er wäre einer. Niemand weiß so viel über Maschinen wie er. Und er war bereit, sein Wissen mit uns zu teilen. Es dauerte nicht lange, bis das Konklave ihm vertraute und ihm letztlich gewährte, teilzunehmen. Was ist mit dir? Hast du ihm vertraut? Nein. Doch er beeindruckte mich. Er strahlte Sicherheit und Autorität aus. Ich wollte von ihm lernen, aber dazu kam es nicht. Wir haben ihm unseren allerheiligsten Treffpunkt verraten, die Eishöhlen des Malmstrom, einen Monatsmarsch von Ban-Ur. Wir trafen uns gemäß der Tradition im Winter. Aber als wir wiederkamen, waren die Höhlen geplündert. Relikte der alten Welt gestohlen, Löcher im Eis und Metall.
Ja, das musste Silence gewesen sein. Er verschwand mit der Beute. Wir schickten unsere besten Verfolger los. Keiner kam zurück. Okay. Und als wir dann die Eulenwache fragten, waren seine Birgen einfach verschwunden. Als hätte er nie existiert. What the fuck? Einige im Konklave zweifelten sogar daran, dass er ein Banuk sei. Was meinst du dazu? Er hat ein unverzeihbares Sakrileg begangen. Er ist skrupellos und gefährlich. Aber auch brillant, bewandt und sachkundig wie kein Zweiter. Schwierig. Abgesehen vielleicht von dir. Jeden anderen würde ich warnen. Aber du könntest vielleicht bei ihm Erfolg haben. Sei trotzdem vorsichtig. Ich werde daran denken, Oria. Haben die sich die ganzen Kabel selber in den Körper... Ich sehe das die ganze Zeit, diese blauen Kabel bei denen überall. Haben die sich das echt da rein? So, also... Was machte der Krieg mit Aratak? Er riss alles fort, bis nur sein wahres Selbst übrig blieb. Unbeugsames Eis. Kein Banuk hat mehr Willenskraft. Er kämpfte sich durch tausend eiskalte Nächte, doch er traf am Morgen immer seine Jäger. Man sagte, er litt 23 Wunden in dieser Zeit. Seine Jäger zählten mit. Er beklagt sich nie darüber. Er sagt nur, das Leben sei mit mir schwieriger. Er hat recht. Ich habe ihm immer nur Kummer gemacht. Aratak erzählte mir, dass du lange Gefangene der Kaja warst. Das klang schrecklich. Für Aratak liegt alles nur daran. Er denkt, die Kaja änderten mich. Das stimmt nicht. Sie schafften nur meinen Blick. Wenn alles verloren ist, denkst du an das, was wirklich wichtig ist. Die Stimme. Das blaue Licht. Das Jenseits. Und an meinen Bruder. Immer wenn ich den kalten Nordwind spürte, dachte ich an ihn. Sorgte mich um ihn. Wer ist eigentlich älter von beiden? Wurde das sie gesagt? Ich glaube nicht, ne? Ist sie die Ältere oder er? Was finden wir da oben, Oria? Ruinen. Maschinen. Ein Tor wie das einer Brutstätte. Ich glaube, dass du es öffnen kannst. Ja, denke ich auch. Denn dahinter liegt die Stimme. Ich weiß, dass sie dort ist. Doch ich glaube, dass der Dämon den Weg verbergen will. Warum? Ich komme wieder. Nein, es war nicht einfach für dich, Oria. Ich denke, ich kann das. Obwohl das die erste Mission heute. Diesmal hören wir sie beide. Das wäre schön. Also bist du bereit? Sobald wir aufbrechen, ist der Rückweg schwierig. Das Doofe ist, heute ist eine neue Aufnahmesession gerade. Das ist meine erste Folge jetzt. Ich schaff das. Ich schaff das. Komm. Läuft. Ich hätte nochmal speichern sollen, nachdem ich mit Aratak geredet habe. Gehen nur wir drei oder gehen noch mehr? Endlich unser Aufstieg. Wie? Ich sehe keinen Weg hoch. Nicht hoch. Durch. Ach so. Jetzt, Bruder! Ah!
siehst ja, auch ich kann über die Macht der Alten verfügen. Okay, der Trick war cool. Ja, der war wirklich cool. Coole Idee. Sehr geile Idee. Was war das hier? Holy. Die Stimme sagte mir, dass das einst alles Teil ihres Reiches war. Ja, aber... Eine Festung, die die Menschheit vor einer schrecklichen Gefahr schützte. Festung? Eine Festung? Mehr wie eine Maschine aus. Ist das nicht passend? Alter, das sieht geil aus. Das blaue Licht weilt oft in Maschinen. Dann ist hier hoffentlich auch welches. Ich mach mal gleich die Falle, also ich nehme. Ja, da immer die Falle. Nein, mir auch nicht. Wir werden hier safe nicht lange alleine sein. Weil ist da noch richtig Strom drauf. Das ist safe. Das ist safe ein Kraftwerk. Die nutzen die vulkanische Energie. Darum ist hier noch so fett Strom und alles. Ist die einzige logische Erklärung, oder? Oder habt ihr noch eine Idee? Mir fällt schon nichts ein. Irgendwo Nachrichten am Boden? Nee. Gehen es zu. Wohin denn? Ja gut, da hoch. Ja, wie, wo, Moment. Wie sollen wir da hochkommen? Ach da. Hä? Doch nicht? So da hoch. Oder? Ach, mein. Alles klar. Textdokument. Kommt ihr hinterher? Wo ist Uriah? Okay. Wir müssen klettern. Oh. Oh. Die habe ich gar nicht gesehen. Bewegt die sich?
Hierher, Freunde. Komm mal her, komm mal her, komm mal her. Ah, Tag. Komm mal. Ein Stück noch. Kommt der hoch? Ja, kommt er. Nächste weg. Ja, warte doch mal. Nur nicht hetzen. Okay. Lief doch überraschend gut. Immer schon mit Fallen arbeiten. Ich mag das. Diesen Fallen so zu arbeiten macht mega Laune. Ich bin froh, dass ich letzten Aufnahme das noch alles aussortiert habe. Gute Einstellung, gefällt mir. Ich will hier noch bitte was mit oben mitnehmen. Textdokument, ich hab gehofft. Und hier sind die aber schon mal durch. Die waren schon mal hier. Die waren schon mal hier, ne? Haben sie ja gesagt. Wir gehen nach oben, wenn wir echt geil designt hier. Das gefällt mir alles gerade mega. Es hat eine richtig, richtig geile Atmosphäre. Es ist nicht mehr weit. Na, da oben ist eine Tür. Ich bin mal gespannt, was hier so bossmäßig, also was der Dämon ist. Ich vermute mal wieder irgendeine KI. Wie wahrscheinlich die Hauptstory-KI. Wie Hades. Ah, Thermoenergie. Bei unserem letzten Besuch kämpften wir uns hier durch. Aber Maschinen überrannten uns. Wir gaben nach, verloren Bestände und erlitten Verluste. Scheiße. Man sieht's. Nun müssen wir siegen. Mit zwei Kriegern und einer schutzlosen Schamanin. Aloy ist kein gewöhnlicher Krieger. Und ich komme gut zurecht. Außerdem könnten wir diesen Weg nehmen. Da oben sind Maschinen, aber auch Deckung. Wir bleiben unentdeckt. Für eine Weile. Na schön. Ich habe verstanden. Jetzt folgt mir einfach. Okay. Hinhocken. Hinhocken. Hockt euch hin! Außer nimm Alltagsweg direkt zum Turm. Wozu war das gut? Das ist Thermoenergiekraftwerk. Hier ist ja auch alles offen. Ah, was zum Speichern. Quick Save. Safe. Ich würde ja schon, ne? Das wird mir unterwegs sicher weiterhelfen. Ich überlege gerade, welchen Weg ich nehmen würde. Nicht Quicksave, ich will das Holz nehmen. Ah, danke. Der direkte Weg. Wie viele sind denn da? Sehe ich nicht. Oh nein, das sind dämonische Versänger. Ja, wir nehmen den Weg. Ich habe auf die Versänger so gar keinen Bock. Die sind halt so böse, ne, die Viecher. Es sind nur drei Stück, aber wenn er mehr kommt, ne? Warte mal. Die können nur über die Brücke kommen, ne? Ich würde Oreas Weg nehmen, aber die unten ausschalten. Dort oben sieht uns ganz sicher keiner. Ziemlich sicher.
Ihre Sänger sind halt so bitter. Und wenn ich die Brücke komplett bestücke, ne? Ich würde es versuchen wollen. Ich meine, die sind auf meinem Level. Das sollte ich hinkriegen. Ich weiß aber, wo wir es suchen. Umgehauen. Nicht gut. Aratak, mach keinen Quatsch. Froh, dass die da sind. Oho. Oh Mist, der hat die Dinger kaputt gemacht. Nee, nee, nee. Eloy. Eloy, mach keinen Scheiß jetzt. Hier ist noch eine Falle. Es geht, der macht mir nicht so viel Schaden, weil ich die meiste Rüstung anhab. Ah! Roll, Eloy. Roll. Kommst nicht hoch, oder? Oh. Au. Warte mal. Oh nein, das ist so kaputt. Wo sind die anderen zwei? Das war eine Nummer. Die Fallen sind halt so gut. Die Fallen sind halt wirklich so gut. Wenn man die gut nutzt, dann ist jeder Kampf so easy machbar eigentlich. Ein BM auf Herz. Ja gut, direkt durch, ne? Oder hinten rum. Ja, wir können auch da oben lang gehen. Aber gut, dann können wir jetzt so gerade durchgehen eigentlich, oder? Tja, wir haben überlebt. Jetzt bin ich dran. Minenwerfer, klingt cool. Boah, das sieht echt cool aus hier.
Ah, hier sind sie gestorben. Hier haben sie gekämpft. Boah, ist echt bitter. Sieh mal einer an. Das ist echt bitter. Dann war das jetzt so eine Art Rache auch für alle, die gefallen sind. Wir sind jetzt quasi hier durch. Das ist gut.